Im Zusammenhang mit der SPÖ kann man wirklich davon sprechen, dass Denken oftmals Glückssache ist. Und genau deswegen war es ja auch spannend, dass dieses Strategiepapier der SPÖ geleakt worden ist, wo sich dann weiters herausgestellt hat, dass man hier das Sora-Institut unter Vertrag gehabt hat und das ausgerechnet jenes Institut ist, das auch die Wahlberichterstattung und die Hochrechnungen für den ORF macht. Der ORF hat sich zwar jetzt in einer plötzlichen Aktion dazu entschieden, das Sora-Institut aus der Wahlberichterstattung herauszunehmen und die Verträge zu lösen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Denn schauen wir uns mal an, was eigentlich wirklich passiert ist. Es stellt sich jetzt das heraus, oder es bestätigt sich jetzt das, was wir Freiheitliche schon seit Jahren gesagt haben, nämlich, dass der ORF zutiefst politisch agiert. Und das sieht man ganz klar daran, dass man ganz offensichtlich für die Wahlberichterstattungen rotes Institut unter Vertrag genommen hat. Man muss sich natürlich schon jetzt die Frage stellen, inwieweit hat der ORF in der Vergangenheit dann folgedessen auf Wahlen Einfluss genommen mit einer eintönigen Wahlberichterstattung, mit einer Vorberichterstattung zu den Wahlen, mit den Umfragen, die vorab schon präsentiert worden sind. Also das sind Fragen, die sich für mich tatsächlich stellen und wo man wirklich überlegen muss, wie man damit umgeht und was das eigentlich auch für die vergangenen Wahlgänge geheißen hat, bis hin übrigens auch zur Bundespräsidentenwahl, über die wir ja auch schon mehrfach auf diesem Kanal gesprochen haben. Man sieht also, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zutiefst politisch, da wird zwischen Schwarz und Rot ausgebackelt und das ist auch das, was man am Ende des Tages von diesem zwangsfinanzierten Sender zu Gesicht bekommt und was man tagtäglich politisch aufgesetzt bekommt. Und genau deswegen fordern wir ja schon seit geraumer Zeit eine völlige Neuordnung des ORF und es ist tatsächlich so, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk zuerst einmal mit einem Auftrag definiert werden muss und in weiterer Folge selbstverständlich auch hergegangen werden muss und das Unternehmen quasi auf der grünen Wiese neu konzipiert werden muss. Es ist der politische Filz hier in diesem ORF mittlerweile so groß geworden, dass es sich mit normalen Maßnahmen nicht mehr entflechten lässt und genau deswegen sind hier außerordentliche Maßnahmen und Methoden gefragt. Übrigens noch etwas, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, der Redakteursrat, der sonst immer sehr, sehr schnell zur Stelle ist, wenn es darum geht, eigene Berichterstattung zu kritisieren, der hält sich hier ziemlich zurück. Also der Herr Bornemann ist mir in diesem Zusammenhang noch nicht aufgefallen. Momentan normal ist er immer einer der Schnellsten, der reagiert, wenn es in irgendeiner Art und Weise um die freie Berichterstattung im ORF geht. Der Herr Bornemann ist auch jemand, der ganz locker in einem eigenen Magazin Nestbeschmutzung betreiben kann, indem er einen wirklich brillanten und sehr, sehr guten Auslandskorrespondenten in seiner Sendung verrissen hat. Also darf man das eigene Unternehmen natürlich schädigen, das geht alles. Aber jetzt, wo man draufgekommen ist, dass sich die Linken im ORF gerichtet haben, samt Umfrageinstitut, na, da hört man vom Herrn Bornemann und seinen Freunden vom Redakteursrat nichts. Also es ist einmal mehr klar, dass dieser zwangsgebührenfinanzierte ORF grundsätzlich reformiert gehört. Ich glaube, da braucht man immer mehr lange drüber diskutieren. Und ist noch etwas klar, das, was wir seit Jahren sagen, hat sich bestätigt, der ORF ist zutiefst politisch. Und genau deswegen ist es auch wichtig und deswegen freue ich mich auch darüber, dass mittlerweile sehr, sehr viele Menschen auf diesem Kanal zuschauen. Es gibt tagtäglich neueste Informationen aus der österreichischen Innenpolitik und ich freue mich, wenn auch nach diesem Video wieder einige neue Follower dazukommen. Wer interessiert ist und wer informiert bleiben möchte, bitte einfach ein Gefällt mir da lassen, ein Abo klicken und wenn es nicht schnell genug gehen kann, die berühmte Glocke aktivieren.